Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, und zwar Dead Space, das Remake. Vielen, vielen Dank und Liebe geht raus an EA für den Key und dass ich das Spiel zeigen darf. Wir gehen aufs Spiel starten und legen los. Ich kann dazu sagen, wir spielen das Ganze auf dem PC in der Grafikeinstellung Ultra mit einer 3080 Ti. Und ich werde es abwechseln, glaube ich, mit Controller und mit Maus und Tastatur spielen. Ich mache mal so einen Mischmasch, weil schießen kann man natürlich besser mit der Maus und laufen, sich umgucken und so weiter natürlich besser mit dem Analogstick, und deswegen switche ich immer. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so spielt, aber ich finde das ganz angenehm. Und genau, wir starten. Noch dazu, kleine Info vorneweg. Spiel FSK 18, also für Leute, die nicht so Horror mögen, das ist wohl eins der schlimmsten Horrorspiele. Das Gute ist, ich habe Teil 1 damals, als es rauskam, nie gespielt. Und ich würde sagen, wir starten. Also für mich ist das komplett neu. Für Leute unter euch, die das schon kennen, könnt ihr ja gerne mal sagen, inwieweit das Remake abweicht, würde mich mal interessieren. Ich würde sagen, wir machen Spiel starten. Los geht es. CEC Mission. Zeit bis zum Kontaktpunkt 2 Minuten, okay? Ich bin gespannt. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das, Nico? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Boah, laut. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Wege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Überwachst du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Callion. Da kommt nicht viel zurück, auf jeden Fall. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Ah, da ist wohl das Kommunikationsarray defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken und los. Ich verliere die Kontrolle. Hilfeführendes Halt. Scheiße. Falscher Kurs. Daniel. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße. Wir sind zu schnell. Wir werden in die Hölle krachen. Chen, auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Okay. Schon schnell raus. Na raus, alle festhalten. Okay,
Geht es allen gut? Ben, okay. Geht schon. Hey, Johnston, alles okay? Mein Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Hä? Die saß doch. Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jam, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kellyan. Wir schicken einen Sunny. Alle anderen zu mir. Wie die echt noch davon ausgehen, dass hier noch jemand lebt? Was? Ich meine, da ist kein einziges Licht auf diesem Raumschiff. Aber jetzt mal ganz kurze Verständnisfrage. Sich im Sitzen den Knöchel zu verstauchen, ist halt auch schon eine Kunst, oder? Ah, Kapitel 1. Okay. Die sparen eben, ich glaube auch. So, wir können uns bewegen. Aktuell läuft es flüssig. Ich habe ja auf komplett Ultra alles. Das ist ja bei neuen Spielen auch nicht mehr so gang und gäbe, dass es dann alles läuft. Das war eine harte Landung. Kein guter Start. Das Gute ist, wir haben ja letztens erst The Callisto-Protokoll gespielt und das ist ja so ähnlich. Das ist ja auch von denselben Machern. Hier habe ich doch schon Loot gesehen hier. So. Gucken wir uns mal kurz um hier. Eine schöne Bruchlandung gemacht. Ich bin mal gespannt, was mit den Leutchens hier so passiert. Weil soweit ich das gesehen habe oder noch im Kopf habe, von dem, was ich mal vom Spiel gesehen habe, wie gesagt, Teil 1 habe ich nie gespielt. Oder beziehungsweise das Original habe ich nie gespielt. Aber Grafik ist eigentlich ganz nice. Ach so, hier sein Helmchen. Ist man ja dann alleine unterwegs. Jetzt aktuell hat man noch eine Crew. Ich komme ja schon, hetz mich nicht. Ah, aber schönes Intro. Angeblich soll das Spiel mega gute Atmosphäre und Soundkulisse haben. Das habe ich schon gehört, gesehen, gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ja jetzt auch schon 2 Tage nach Release. Ist aber gut, wenn du das Original nicht kennst. Wenn man das noch gut kennt, lohnt sich das Remake kaum. Ich weiß ja nicht, wie weit das abweicht quasi. Ich finde es nice, dass es sehr, sehr flüssig läuft. Obwohl wir alles komplett Ultra haben. Wie gesagt, bei den neuen Spielen ist das ja immer so ein bisschen. Was macht sie? Sieh zu! Isaac, synchronisier deinen Rig. Oder was? Ist irgendwas zu finden? Loot. Synchronisiere deinen Rig. Willkommen, Isaac Clark auf der USG Ishimura. Hä? Rig synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Reicht der Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Dunkel. Ihr kennt mich, Leute. Ich hetze jetzt hier nicht durch oder so. Ich gucke ganz smooth. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Sehr gut, Chef. Navigator. Okay, das zeigt mir aber, wo ich hin muss. Was denn? Als wäre was in der Lüftung verreckt.
Grafisch ist es auf jeden Fall sehr nice, muss man schon sagen. Ich hoffe, das kommt auch im Stream so an. Oh Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder Saft haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniel, bist du wieder so mit drin statt nur dabei? Scheiße. Was ist mit uns hier drin? Oh Gott! Nein! Mach die Türen auf! Raus da! Ken, mach die Türen! Ich hab's geschafft! Was? Ah! Send help! Alter, was? Hat der auch eine Taschenlampe oder sowas? An seinem Ohr. Oh, das sieht aber auch fett aus. Das Blut jetzt an dem Anzug. Mach mal kurz weg. Ah, jetzt geht's langsam weg. Verschwindet. Da redet noch jemand. Besatzungsmitglied. Verschlossen. Ich kann ihn nicht aufmachen. Da ist eine Kiste. Kann nichts drücken. Was am Controller halt geiler ist immer, muss man schon sagen, die Vibrationen. Das hast du natürlich bei Maus und Tastatur nicht. Und das ist schon nice. Cut off the... was? Limbs? Gliedmaßen oder was? Okay, jetzt mach ich aber Tastatur kurz. Boah, die... Die Maus war viel zu langsam. Sollt man das hier nicht kaputt kriegen? Scheiße. Boah, ich habe gar nicht genug Platz hier auf dem Mauspad. So, jetzt. Boah, jetzt wieder Shooter spielen, Leute. Wie lange haben wir jetzt keine Shooter gespielt? Wir haben immer nur Aufbausachen gespielt. Aber wie krieg ich die dann auf? Kaputt machen? Mein Instinkt hat mich nicht getrübt. Ah! Es ist tot. Okay, es ist wie Callisto-Protokoll. Also die Viecher dann immer noch looten, indem man drauf tritt. Mal um die Ecke gucken. Ist alles safe? Hast du was für mich? Alter. Mhm.
Scheiße. Hätte eigentlich... Ich hätte eigentlich Dings machen sollen, wa? Mein Pulsmesser. Ah, mach ich, wenn wir dann beim Uncut weitermachen. So, da haben wir Inventar. Credits haben wir, da können wir schon wieder die Waffen besser machen und so weiter. Und das auf dem Rücken müsste unsere Energie sein, das Blaue. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, da sind sie. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Aber ich muss euch dazu sagen, ich fand dann den Start vom Spiel bei The Callisto Protocol. Ich vergleiche das gerade so ein bisschen, weil dieselben Entwickler von Dead Space ja auch bei Callisto Protocol mitgemacht haben. Und das ja schon sehr ähnlich ist. Schon sehr, sehr ähnlich. Fand ich den Start von Callisto Protocol mit dem Gefängnis irgendwie cooler, glaube ich. Also klar, hier bist du jetzt gelandet mit dem Raumschiff auf so einem anderen Schiff, weil die ein Hilfesignal abgesendet haben. Ich benötige eine Platine, okay. Aber das mit dem Gefängnis von der Story her finde ich halt cooler. Callisto-Protokoll. Platine fehlt, ich brauche eine Platine, Leute. Aber grafisch ist das schon sehr nice, muss man schon sagen. Speicherstation. Ja, dann speicher doch. So, dann müssen wir uns das Intro nicht nochmal angucken, sollte jetzt irgendwas passieren. Finde ich ganz gut. So, jetzt haben wir hier was, was leuchtet. Spind. Muni, Muni, Muni. Sehen wir irgendwie die Muni? Da steht halt 10 auf der Waffe, aber wie viel ich noch habe, sehe ich nicht. Sehe ich dann im Inventar wahrscheinlich. Logischerweise. 37 Schuss. Okay. Da ist ein Tunnel. Fracht und Gepäck. Alle. Fracht und Gepäck hört sich nach Loot an. Da gehen wir zuerst hin. Oh, ich hasse lange dunkle Gänge. Zerstückelung. Spare Munition, indem du feindliche Gliedmaßen abtrennst. Trenne Gliedmaßen ab, um Feinde schnell zu töten. Zerstückle deine Gegner, um sie zu verlangsamen. Natürlich steht er auf. Entschuldigung. Ich glaube, der hängt fest. Oh ne, jetzt läuft er langsam. Leichen können zusätzlich Gegenstände hinterlassen, wenn sie zertreten werden, ja. Was denn jetzt? Wartungsgedöns?
Frachtlager. Keine Ahnung. Du kannst nur eins machen. Okay, nehmen wir erstmal das. Noch so ein. Der kommt doch gleich von oben runter, oder? Ah! Ich will nicht. Alter, die Geräuschkulisse. Krass. Medikit Kit Klein. Credits. Ja, hier war echt nur Loot. Lull. Der will bestimmt seinen Kumpel rächen. Speicherstation. Ach. Speichern ist für Noobs. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das hält sie nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Wow. Immer auf den rechten Arm, dann können sie den nicht mehr heben. Ah! So. Hier sind auch noch so eine. Ah. Das macht Boom. Chakalaka Boom. Ah, die liegen überall. Die kommen doch noch gleich noch übelst die Monster, oder? Das eins. Was? Ah! Es macht für mich aber eigentlich wenig Sinn, dass sie dann sterben, wenn so die Gliedmaßen abschießen. Weil. Warum? Sie sind ja nicht gleich tot, nur weil du Füße und Beine abschießt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, jetzt müssen wir gucken, wo das Ding hingeht. Ah, darüber. Verbluten dann schnell? Nein, ich weiß ja nicht. Warum haben wir eigentlich keine Taschenlampe? Nur die an der Waffe? Es geht da oben lang. Da komme ich ja. Irgendwas übersehen oder geht's hier einfach nicht weiter? Irgendwie da noch hoch. Hier ist ja noch ein Raum und in den komme ich nur. Warum, hier geht's noch hin. Aufzug. Junge, Junge.
Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Kommen Sie raus, Sie sind umzingelt! Sind Sie zwar nicht, aber Sie sind umzingelt! Hallo Sleepy, Grüße! Izzy, bist du da? Oh. Ja, genau. Komplett dunkel. Alter, man ist aber permanent angespannt, ey. Sag ich euch so, wie es ist. Also eigentlich ja geil, weil genau sowas will ich ja von einem Horrorspiel, erwarte ich ja von einem Horrorspiel, aber... Bis jetzt sind die Gegner nur ziemlich leicht, finde ich. Alter, man sieht einfach nix! Knapp. Geh weg. Alter, ich habe nur seine Tentakel hinter mir gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hat da angemacht. Das geht nach unten zu der Tür, wo wir hin wollten. Das geht auch nach unten. Okay, von hier kommen wir ja. Okay, wir müssen wieder runter. Also atmosphärisch ist das Spiel halt mega gut. Scharfschütze. Was ist die Tür da offen? Na komm raus. Trau dem Frieden nicht. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Gleich fertig. Hab eine Platine gefunden. Jetzt muss nur noch die Monorail fahren. Okay. Daniels, achte auf die Tür. Ausrüstung aufrüsten. Waffe ausrüsten. Verbessere die Fähigkeiten der ausgerüsteten Waffe oder des blabliblub. Indem du Energieknoten in ein Upgrade-Diagramm investierst.
Okay, das haben wir haben ja zwei oder so gefunden. Wir können einmal den Anzug besser machen. Die Frage ist, was kriege ich denn da besser? Oder die Waffe? Wäre ja für den Anzug, aber... Ah, guck mal. Hallo Amber, willkommen im Stream. Dann kriege ich mehr Gesundheit. Da kriege ich jetzt mehr Sauerstoff. Die Zone, okay. Luft. TP. Man muss halt vorne anfangen. Gehe jetzt nur mal auf Anzug, weil die Waffe werden wir bestimmt eine neue finden. Gehe ich fast fest von aus. Jetzt sind sie noch sehr einfach. Da kommen aber bestimmt noch andere Gegner. Bin ziemlich sicher. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die andere Tür war. Oh, was? Alter, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo lag der auf dem Boden? Oh, Junge. Herz, lass nach. Kitty, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Hallo Gelflin, Grüße. So, Platine einsetzen. Junge, Junge. So grafisch gut. Atmosphäre mega gut. Ihr hört das genauso laut wie ich. Oh klar, hier hat ja noch einer gefehlt. Ganz schön langsam eigentlich, oder? Da musste er erst noch Fahrt aufnehmen. Meckriges kleines Würmchen. Jetzt ist noch wenig Horror, kommt bestimmt noch, denke ich auch. Kitty, schlaf schön, vielen Dank nochmal für deinen Raid. Platine reinstalliert. Fehler: beschädigte Monorail auf dem Gleis. Wenden Sie sich an das Wartungsteam. Zusätzliche Reparatur erforderlich. So, das heißt, wir müssen jetzt zu dem Monorail-Tunnel. Ja, genau. Da gehe ich bestimmt durch. Kann man machen. Kann man aber auch lassen. Wie, was wackelt denn jetzt hier so? Ah, okay.
Kannst du jetzt langsamer machen, wa? Verstehe. Da kannst du es aufladen, ah. Wir haben eine Türstörung auf dem Weg zum Wartungssektor. Kannst du das reparieren? Nein, aber ich habe einen Stasi-Motor gefunden. Wenn ich schneller bin als... Ich schaffe das. Ist das kleine Rädchen auf dem Rücken? Okay. Speichern. So. Speichern, überspeichern. Yes. Okay, Leutchen. Für die Leute auf meinem YouTube-Hauptkanal, das war's jetzt erstmal von dem Angezockt. Ihr könnt mal in der Videobeschreibung auf den ersten Link unten klicken und dann kommt ihr auf meinen Uncut-Kanal und dort seht ihr alles weitere rund um Dead Space und zwar vom Remake. Dort geht es nämlich ungecuttet weiter und würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht noch ein Abo da lasst. Denn, ja, bin gerade auf dem Weg zu den ersten 1000 Abos. Das wäre ganz nice, wenn wir das irgendwie schaffen würden. Und in diesem Sinne, lasst doch ein Däumchen da. Sagt gerne mal für die Leute, die das Original kennen, wie doll es jetzt abweicht oder auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur hübsche Grafik, aber 1:1 selbe Story und selbe Mission. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, als jemand, der das den ersten Teil bzw. Original nicht kennt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen und bis zum nächsten Angezockt. Macht's gut. Tschüss.